euch das an. Was machen wir hier? Das wird die größte Truhe der Welt, wenn man einen Eisengolem auf Wish bestellt hat. Hallöchen und willkommen zu Das ist Fake. Mit mir, eurer sprechenden Kartoffel, dem Lokopa. Wir sind heute wieder bei Dorfbewohnern, unseren allerbesten Freunden. Und die verkaufen einige Items. Fliegende Boote, Creeper, die man werfen kann, Fake-Truhen, ziemlich dämlich und vieles mehr. Ich will doch nicht zu viel verraten, aber das wird echt lustig. Unser Dorf. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit den Dorfbewohnern nicht. Hält er dem gerade die Beine ins Gesicht? Ich glaube, die Kuh hat ins Gras gebissen. Es wird Frühling. Die Dorfbewohner rollen wieder durch die Gegend. Hier gibt es Dorfbewohnerläden. In den Häusern verkaufen sie die Items. Als ob ich was bei denen kaufe. Nicht einen Smaragd bekommt ihr von mir. Ich bin noch nicht bescheuert. Ich habe bestimmt noch ein paar Smaragde. Aha, 78 Smaragde. Das ist alles, was ich habe. Hä? Was ist mit meiner Truhe los? Ach, komm schon. Ich drehe auch gleich durch. Das Ding ist verhext. Es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Die Truhe sollten wir aus dem Fenster werfen. Das ist ja gemeingefährlich. Demnach geht es los. Vielleicht haben die was, um andere zu trollen. Juhu. Dorfbewohner, meine Freunde. Wir haben Smaragde. Was machen die da? Ist das noch jugendfrei? Dieses Video ist nicht für kleine Dorfbewohner geeignet. Da sind wir schon. Da sind alle im Dorf. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht's noch? Du kannst mir doch nicht die Füße ins Gesicht halten. Was ist denn falsch mit dir? Mach, dass du Land gewinnst. Man sollte sich um die kümmern. I, nicht anfassen. Ah, hau ab. Verschwinde. Das ist das Dämlichste, was ich je gesehen habe. Okay, legen wir los. Als erstes haben wir den Golem-Shop. Das sieht aus wie ein Tierladen. Das können wir gut gebrauchen. Vielleicht finde ich einen Freund, um den ich mich kümmern kann. Gehen direkt rein. Aha, da steht einer. Hallöchen. Was hast du für uns im Angebot? Ich suche einen Freund, ein Haustier, um welches ich mich kümmern kann. Kannst du uns irgendwie helfen? Hier haben wir ein paar Golems. Ich dachte eher an einen Hamster. Aber okay. Ich bin ein Tierfreund. Passt ein Eisengolem in ein Hamsterrad? Ich frage für einen Freund. Wither, Schneemann und Eisengolem, die werden wir alle kaufen. Was? Das kostet 16 Smaragde? Ich gebe dir 14. Den Rest kannst du behalten. Ha, den haben wir reingelegt. Haha, ihr habt nichts gemerkt. Dorfbewohner sind einfach dämlich. Die glauben alles, was man ihnen sagt. 3 Golems, 3 Haustiere. Als erstes der Eisengolem, 4-mal Eisen und ein Kürbis. Tada! Moment. Das ist kein Eisengolem. Bitte, was? Was ist das? Oh, komm schon. Was wurde uns da angedreht? Als würde ich bei McDonald's eine kleine Pommes bestellen und ich bekomme nur eine Kartoffel. Wie der läuft. Hä? Das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Wenn man einen Eisengolem auf Wish bestellt hat. Aber der Schneemann, bei dem kann man nichts falsch machen. Hallo? Passiert da irgendwas? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Irgendwie kommt da nichts. Moment. Ein weißer Stift? Als ob. Was hat man mit dir angestellt? Wieso gibt es sowas? Das ist der traurigste Schneemann, den ich je gesehen habe. Nein, mein Schneemann, das war meiner. Oh nein, er ist einfach verschwunden. Er hat nicht mal Tschüss gesagt. Aber immerhin wirft er Schneebälle. Kein Wunder, dass die so billig waren. Ich hasse Dorfbewohner. Immerhin haben wir noch den Wither. Der sollte normal sein. 4-mal Seelensand. Wither, Köpfe. Und zack, der Wither. Och nö. Echt jetzt? Ernsthaft? Nicht du auch noch. Ich wollte doch nur einen ganz normalen Wither kaufen. Was zum Teufel macht er da? Ah, komm da runter jetzt. Können wir wenigstens Freunde sein. Wieder das komplette Dorf vernichtet. Es fliegen einfach 7 Blöcke durch die Luft. Ich glaube, ich sollte Minecraft einfach löschen. Renn, kleine dicke Schildkröte, renn. Na warte. Dem Dorfbewohner werden wir es zeigen. Moment. Wo ist er hin? Geschlossen? Wo ist der Betrüger? Der hat einfach unsere Smaragde gezockt. Jetzt zu Schluss. Ich werde nie mehr was von Dorfbewohnern kaufen. Niemals. Dann als nächstes Modladen 2. Boote-Shop. Die haben fliegende Boote? Was? Ich habe mir erst gestern einen fliegenden Teppich gekauft. Das schauen wir uns an. Hallöchen, Dorfbewohner. Wir interessieren uns für ein fliegendes Boot. Richtig gut. Mit Holz und Elytras können wir es craften. Es hat sogar ganz kleine Flügel. Das müssen wir haben. Letztes Mal wurden wir betrogen. Du kommst erst, Smaragde, wenn wir es getestet haben. Okay, wir fallen nicht schon wieder drauf rein. Das wird spannend. Draußen werden wir es ausprobieren. Wir haben einen Turm. Einfach hochklettern. Da sind wir schon. Tag auch. Boot platzieren. Wehe, das funktioniert nicht. Die Dorfbewohner warten nur, dass wir runterfallen und sterben, damit sie unsere Smaragde klauen können. Solche Geier. Hä? Was zum? Das ist mein Boot. Jetzt kann's abgehen. Es ist ein fliegendes Boot. Sekunde mal.
das ist perfekt. Ich bin Aladdin. Captain Aladdin. Alle anschnallen und ab geht die Fahrt. Oh mein Gott, es funktioniert. Wir fliegen in einem Boot. Oh Junge, wie awesome ist das denn? Wir schweben. Wir sind in der Luft. Das ist so cool. Die Abenteuer von Captain Aladdin. Arabische Nächte sind genau wie der Tag. Hä? Ich hänge in der Luft? Nein! Mein Boot! Kommt zurück! Mann über Bord! Mann über Bord! Warte auf mich! Das ist schlecht! Unser Boot wurde geentert, wie der da sitzt! Hey Dorfbewohner! Komm zurück! Kannst du uns nicht wieder mitnehmen? Wir haben das Boot noch nicht bezahlt! Aber das ist ziemlich overpowered! Vor allem kann man noch andere mitnehmen! Das ist echt gut! Ich habe ein kleines Problem! Das Boot ist weggeflogen! Hier hast du Smaragde als Entschädigung! Wo die herkommen, gibt's noch mehr! Dann als nächstes Modladen 3! 3. Creeper Weitwurfwettbewerb. Gewinne Kekse. Kekse? Da bin ich auf jeden Fall dabei. Da müssen wir mitmachen. Moment. Ernsthaft? Hallöchen, Sportsfreund. Wir wollen beim Wettbewerb mitmachen. Creeper werfen kann ich. Das mache ich jeden Tag. Alles, was wir dazu brauchen, sind 3 Zacks. Einfach ein paar mitgenommen. Perfekt. Das wird richtig abgehen. So oft haben die uns in die Luft gejagt. Jetzt werden wir Creeper in die Luft jagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Was haben wir hier in der Truhe? Oha, 64 Kekse. Wir können 64 Kekse gewinnen. Oh Junge, die müssen wir bekommen. Einfach raus. Gehen am besten auf die Spielwiese. Hier haben wir 3 Zielscheiben. Die müssen wir mit dem Creeper treffen. Das ist kein Problem. Das K in Copper steht für großartig. Einfach zielen. Fliegt nicht so hoch, mein Freund. Yes, wir haben getroffen. Alleine, wie wir den halten. Oh Mann, wieso machen wir sowas? Wieso gibt es sowas? Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist bescheuert. Ich fange es. Schade, dass sie nicht explodieren. Das wäre ein richtiges Raketenwerfen. Aber wir haben gewonnen. 64 Kekse. Die können wir uns gerne teilen. Ha! Moment. Eine Karotte? Hä? Was zum? Och nö, nicht schon wieder. Schlechte Verlierer. Naja, es sind nur Kekse. Es gibt Schlimmeres. Ich reg mich nicht auf. Ich bin nicht sauer. Ich bin wütend. Na warte, wenn ich den Dieb erwische, dem werde ich's zeigen. Wir werden das ganze Dorf auseinandernehmen. Dann als nächstes Modladen 4. Rüstung, Waffen, Werkzeuge. Coole Rüstungen. Oha, da kann nichts schieflaufen. Hallöchen, da haben wir direkt 2 Dorfbewohner. Gehen direkt zum ersten. Was hast du denn für uns? Bitte keine Tricks. Ich warne dich. Hier, wir haben Stock, Eisen und Dia. Wir können unsere eigenen Sachen zusammenbauen. Das ist cool. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ein paar Smaragde für dich. Bei so vielen Dias. Ich hoffe, das reicht. Gehen direkt zur Werkbank. Jetzt geht's ab. Wir werden uns komplett aufrüsten. Als erstes ein Dia-Schwert. Wir werden zum stärksten Minecraft-Spieler. Oh yeah. Was? Es ist einfach nur das Rezept? Junge, was ist das? Das kann man doch nicht machen. Wieso werde ich von jedem veräppelt? Bitte, was sind das denn für Betrüger? Was ist denn falsch mit denen? Werkzeuge, Waffen, alles besteht aus den Elementen, die wir zum Bauen haben. Das ist das Dämlichste, was ich je gesehen habe. Halten die mich für blöd? Von vorne bis hinten werden wir hier betrogen. Die Dias kannst du dir sonst wohin stecken. Ich glaube, es hackt. Können wir uns wenigstens eine Rüstung anziehen? Eine Hose vielleicht? Toll. Was ist das? Was will ich mit Hosen, die Löcher haben? Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Am liebsten will ich mir einen Helm craften und den über meine Augen ziehen, damit ich den Mist nicht mehr sehen muss. Der verdeckt nicht mehr meine Augen. Den Müll kannst du behalten. Ich will meine Smaragde wieder haben. Blödmann. Was? Nein, ich reg mich nicht auf. Wer würde mit sowas spielen? Da kann man einen nicht mehr ernst nehmen. Gehen direkt raus. Es ändert sich nur die Textur. Wir können ganz normalen Mobs bekämpfen, aber auch Steine und Erze abbauen. So viel zu diesem Laden. Da schrei ich nicht vor Glück, da schrei ich den Dorfbewohner an. Okay, der Spaß ist noch längst nicht vorbei. Dann als nächstes der Truhenshop. Ein schlauer Mensch sagte, in der Truhe liegt die Kraft. Dafür gehöre ich verprügelt. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Moment. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich will hier nicht sein. Ich will hier wieder raus. Hier haben wir eine Mod, wo wir selbst entscheiden können, wie unsere Truhe aussehen soll. Da werde ich echt bekloppt. Über Ecken oder fünffach. Jede Form ist möglich. Damit kann man seinen Kumpel richtig erschrecken. Einfach die Truhe so verändern, dass sie komplett anders aussieht. Warum gibt es sowas? Warum hast du sowas? Du kannst solche Truhen nicht bauen. Das ist verboten. Das geht nicht. Ich nehme 10. Wie viele Truhen der hat. Direkt ein paar mitgenommen. Wie viele Smaragde kosten die? 3 Smaragde? Aber ich habe nur 7. Hier,
Bitteschön. So gut, man kann alle Formen bauen. Unendlich lang, unendlich groß. Das ist der absolute Wahnsinn. Guckt euch das an. Es ist so verrückt. Aber es sind noch immer einzelne Truhen. Immerhin, das Ganze geht auch mit Endertruhen. Auch die können wir zusammenbasteln, wie wir möchten. Schaut euch das an. Was machen wir hier? Das wird die größte Truhe der Welt. Ich glaube, ich sollte Minecraft einfach beenden. Am besten sollten wir damit das ganze Dorf einbauen. Wir können eine komplette Base aus Truhen bauen. Wisst ihr was? Es ist einfach so verrückt. Ich gebe der Mod einen Bruchstein als Bewertung. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Die ultimative Trollmod werde ich auf dem Bildschirm verlinken. Die müsst ihr gesehen haben. Damit könnt ihr eure Freunde richtig ärgern. Einfach auf den Bildschirm klicken. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Abenteuer. Das war der Kopper. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.